Ganz genau, wir sehen Andreas Bovenscholte gerade, da ist er auf der SPD-Wahlparty. Er ist unübersehbar. Ich habe damals die Bürgerschaftswahlen in den 90er Jahren in Bremen gemacht, war Henning Schärf der Spitzenkandidat. Also wir Älteren, Robin, wir kennen ihn ja noch, den hat man auch gesehen mit seinen 2,10 Meter. Da wusste man immer genau, wo er ist. Und Bovenscholte jetzt der große Gewinner auch bei dieser Wahl 2023. Und er ist jetzt auf dem Weg zum Podium. Natürlich feiern die Sozialdemokraten ihren Sieg. Marco Reinke ist für uns dort. Also man muss das so sagen, Marco, hörst du uns überhaupt? Da ist eine Menge los. Stimmung bei der SPD haben wir auch lange nicht mehr in dieser Form gesehen. Das stimmt allerdings. Und vorhin, als hier die Balken nach oben gegangen sind, da hat man auch schon doch sehr gejubelt. Also ich glaube, das war durchaus ein Sieg, den man sich vielleicht nicht so erhofft hatte. Aber man ist ja durchaus mit Selbstbewusstsein hier bei dieser Wahl letzten Endes angetreten. Aber nichtsdestotrotz, die Konkurrenz war da. Aber das Ergebnis ist jetzt ja doch deutlicher ausgefallen, als man sich das vielleicht auch zunächst einmal vorgestellt hat. Aber nichtsdestotrotz, als Andreas Bovenscholte hier gerade den Raum betreten hat, da hat man doch auch sehr viele Bovi Rufe gehört, also sein Spitzname. Und jetzt ist er hier auf die Bühne getreten und wird jetzt auch noch einmal ein paar Worte an die Partei richten. Ja, Fadi, da sehen wir ihn mit seiner Ehefrau an der Seite. Und wir sind, glaube ich, nicht verheiratet. Er hat doch angekündigt vor der Wahl, er will nach der Wahl heiraten, seine Lebensgefährtin. Da muss ich mich da schlecht eingelesen, Mensch. Das war in allen Zeitungen ganz groß. Okay. Diese Meldung hat dein Punkt. Du musst mich zu Wort kommen lassen. Interessiert. Wir wollen reinhören. Liebe Genossinnen und Genossen, was für ein Tag, was für ein Ergebnis. Wir haben einen harten Wahlkampf gemeinsam gefochten und es hat sich gelohnt. Die SPD in Bremen zurück, die Nummer eins in Bremen, das sind wir. Und ich möchte mich natürlich bei all denjenigen bedanken, die uns heute mit ihrer Stimme unterstützt haben und die dieses grandiose Ergebnis möglich gemacht haben. Wenn es nicht so viele Bürgerinnen und Bürger geben würde, die sagen würden, die Politik der SPD, die ist gut für Bremen und Bremerhaven, weil wir für starke Wirtschaft und gute Arbeit stehen, weil wir für ein Gemeinwesen stehen, das sozial zusammenhält, weil wir das ganze Land und alle Menschen im Blick haben und nicht irgendwelche Partikularinteressen in den Mittelpunkt stehen. Deshalb freut es mich so sehr, dass uns so viele Menschen heute mit ihrer Stimme unterstützt haben. Und ich sage all diesen ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir sind nicht nur wieder die stärkste politische Kraft geworden. Wir haben auch einen ganz, ganz klaren Regierungsauftrag erhalten. Auch in den nächsten 4 Jahren werden wir dieses Land regieren. Ich werde weiter Bürgermeister sein und ich verspreche allen. Da kann er seinen Satz gar nicht zu Ende führen vor lauter Applaus. Der Wahlsieger Andreas Bovenscholte. Also, er sagt ganz klar, wir haben die Wahl gewonnen. Er bleibt Bürgermeister, ist egal mit wem.
Dazu hat er sich noch nicht geäußert, aber es würde rein rechnerisch für eine Fortsetzung des rot-grün-roten Bündnisses reichen. Die SPD also sehr stark. Ovi, so wie er ja genannt wird, liebevoll in Bremen extrem beliebt bei den Bremern. Also ganz klar eine Personenwahl hier? Ja, auf jeden Fall. Der vorherige Kandidat war auch nicht gut. Also da wird was personell korrigiert. Aber ich finde, selbst so ein Sieg ist eine relative Stärke der SPD. Weil wenn man sich anguckt, in diesem linken Lager haben die jetzt 30 und die Grünen und die Linken haben immer noch 11 oder 12. Da sieht man ja, und die haben Gegenwind. Also die Zeit der Dominanz, dass in Bremen die SPD mal die absolute Mehrheit gewinnt oder dran kratzt, die sind auch da vorbei. Aber man hat ja einen Bovenschulte gesehen, wir haben den ja alle schon interviewt. Der ist so typisch hanseatisch, eigentlich so ruhig. Das waren ja Gefühlsausbrüche, oder? Also der spürt auch den Rückenwind und ist er dadurch auch bundespolitisch in irgendeiner Form gestärkt? Ich würde niemandem aus Bremen vorwerfen, dass er so drauf ist, wie man in Bremen ist. Das ist ja augenscheinlich bei den Leuten gut angekommen. Und der hat kein, also bundespolitisch ist der einer von 16 Ministerpräsidenten, darf da immer mitmachen, aber das würfelt jetzt nicht die Macht. Balance der Republik durcheinander.